bewerben. Ne? Und deswegen habe ich mir so überlegt, das wäre doch mal eine Idee, das so zu machen. Ja? Einfach mal so, weil ich nett bin und das geil finde. Ja, Watergate Crafter, zeigst du uns denn auch als Zuschauer, was du da hier an die Fertigen lassen hast? Ja, na sicher, Freunde, kann ich gerne machen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr das sehen wollt, das Druckergebnis, und wenn ihr das sehen wollt, wie das aussieht, mal so, wenn man das in der Hand hält, kann ich euch das natürlich gerne mal zeigen. Ne? Natürlich, klar. So, gut. Also, jetzt haben wir hier erstmal ganz viel Rümpel drin. Jetzt bin ich ja mal kurz mal am Überlegen, ob wir das mal irgendwie mal anders machen. Zum Beispiel den Sand, den können wir doch eigentlich da oben reinpacken, oder? Hier war doch eine Sandkiste. Wo ist denn hier Sand? Da ist Sand. Oh, guck mal, prima, das passt doch da super rein. So, und das Granitstein, Tuffstein. Jetzt bin ich gerade überlegen, haben wir nicht auch eine Glas? Nee. Also eine spezielle Kiste für Gras haben wir gar nicht. Also wir haben hier nur dieses. Und hier, da haben wir eh nicht so viel Potzoll. Haben wir da noch mehr drin? Nee, oder? Nee, da haben wir nicht so viel mitgenommen. Gut. Ja, schwierig, ne? Also, ich würde sagen, das können wir noch mitnehmen hier. Das können wir dann noch reinballern da oben. Ist die Kiste wieder ein bisschen leerer. Und vielleicht machen wir nur mal ein Fässchen, wo wir nur uns auf das Grasblöcke spezialisieren. Das wird doch irgendwie nochmal so ranhängen. Weil wir irgendwann brauchen wir, glaube ich, ein größeres Lager, ne? Da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir irgendwann mal ein größeres Lager bauen. Wenn ich mir das hier so angucke, also da kriegen wir ja schon fast ein Fässchen voll hier, ne? Also da werden wir sicherlich was voll bekommen. So sieht das mir nach zumindest aus. So, da ist Sandstein drin und hier ist auch nochmal Sand drin. Okay, den können wir doch hier oben reinballern, oder? Den machen wir jetzt mal mit hier rein. So. Und was war da noch drin? Kies. Warte mal, dann nehmen wir mal den Kies noch mit. Ich erinnere mich warum, weil das war wahrscheinlich Concrete, wo wir gebaut haben. Hier, wunderbar. So, zack, da haben wir unser Kies. So, und jetzt können wir das ganze Gelumpe hier, warte mal, dann nehme ich das mal raus. So, dann machen wir mal, wo war die Kiste? Hier. So, das ist natürlich eine Doppelkiste, aber macht ja nichts. So, dann machen wir das hier rein. Die nehmen wir auch raus. So, und somit haben wir hier schon mal, müsste ein Fass, ja, ist ein Fass. Haben wir ein ganzes Fass, lang. Guckt ihr das mal an, hier voll mit diesen, ja, Grasblöcken. Die wir dann nutzen können. Ne? Also da können wir auch schon mal so, ist auch nicht schlecht. So, das wollten wir, glaube ich, traden hier. Das wollten wir mitnehmen. Und das war jetzt hier hinten noch drin. Waren die. Okay, die ist leer. Die haben wir verbraucht. Und hier wollte ich mir so ein Pfeil und Bogen mal bauen. Das können wir auch mal machen für den Nether. Da gehen wir jetzt hin. So. Mal kurz hier, dann mache ich mal kurz so einen einfachen Bogen, mache ich mir da mal. Das ist so, warte mal, wie geht ein Bogen nochmal? Keine Ahnung, wie Bogen geht. Ich mach mal Bogen. Eigentlich wüsste ich. Ja, ach so, rum war's. Okay. Ja, fast richtig. So, ich mach mal Bogen mit. Dann rüsten wir uns mal kurz neu aus. Das kann weg. Die nehme ich ganz gerne mit. Die hat noch 628. Das sollte mir reichen. Das ist die mit Effizienz und Reparatur und deshalb Behutsamkeit drauf. Ja, Behutsamkeit ist auch drauf. Super. Die würde ich ganz gerne mitnehmen wollen. Die brauche ich nicht, die Stickies. Stickies packe ich wieder zurück. Dafür würde ich aber ganz gerne diesen Pilz hier mitnehmen wieder. Den nehmen wir mit. So, dann haben wir die Schuhe, haben wir, glaube ich, da in der Kiste gelassen. Jetzt brauchen wir natürlich Pfeile. Ne? Pfeile müssen wir mitnehmen. Wo sind Pfeile? Pfeile, Pfeile. Pfeile! Wo sind die Pfeile? Hier, so, hier, Pfeile. 4 Stück ist nicht viel, aber ist okay. Und, kann man nicht Pfeile bauen aus. Warte mal, ich habe da so eine Idee. Wir haben doch hier irgendwo so eine. Oder haben wir die. Haben wir die. Die haben wir getradet. Ja, okay. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, komm, wir nehmen uns hier. Ich glaube, Pfeile. Ah, nee, da brauchst du auch eine Feder noch. Ach, die haben wir ja auch wieder nicht. Okay, hat sich schon erledigt. Hat sich schon erledigt. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, komm, wir bauen uns Pfeile. Aber die kann ich traden, wenn ich will, Pfeile. So, und dann würde ich ganz gerne noch ein paar Spitzhacken mitnehmen, weil wir natürlich auch noch Netherrack brauchen. So, und dann nehmen wir uns hier, gucke ich mir mal kurz an. Ja, hier, komm, tut nicht weh, bauen wir uns. So, machen wir mal 11 Stück fertig. Kennen wir gar nichts. Zack, lass mich mal da durch. So, und dann haben wir das Thema doch auch schon mal erledigt. So, dann gehe ich schlafen und dann gehen wir sofort in den Nether, meine Lieben. Und dann können wir uns jetzt mal um die anderen Sachen kümmern, die wir da noch so brauchen.
Also, wenn wir mal diesen Boden mitnehmen, der müsste ja recht einfach zu farmen sein. Und was gibt's noch? Basalt. Da müssen wir dann mal schauen, wo wir Basalt aus dem Nether bekommen. Müsste man so ein Basaltbiom, da steht ein Creeper an unserem Baum, sehr, sehr suboptimal. Basalt, da müssten wir mal so ein bisschen, also wir müssen anscheinend wirklich mal so ein bisschen eine Nether-Erkundung mal machen. Oh, der Talon-Fighter, mit dem bin ich wirklich noch nicht zufrieden. Ey, der ist mir viel zu dünne, ey. Der muss, guck mal, viel, viel breiter sein. Das ist einfach furchtbar. Das sieht ja aus. Was ist das denn? Also der Talon-Fighter, Freunde, den müssen wir nochmal abreißen. Kann ich euch jetzt so schon mal sagen hier, das muss abgerissen werden, das Ding. Das sieht ja aus wie ein Pixel-Art hier. Das, nee, nee, nee. Gut, da sind die Flügel auch noch nicht dran, aber trotzdem, das geht nicht. Also den müssen wir nochmal neu bauen. Hinten lassen wir, aber vorne müssen wir neu bauen. Ja, das ist so, was auch auf der Agenda dran steht. Nur, wir haben so lange an diesem Ding da oben rumgewerkelt und das sieht hier so klein aus, aber wenn du da oben stehst, ist das Ding wirklich riesig. Also da sind wirklich einige Stacks bei raufgegangen. Ja, also da sind noch nicht mal die roten Flügel da dran. Aber wir werden unten von dem Sockel, den lassen wir, aber den ganzen anderen Rest, den, ja, müssen wir einfach abreißen. Das bauen wir nochmal komplett neu. Also das ist so. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Tut mir leid, beim besten Willen nicht. Ja, ich habe zwar jetzt keinen Bock dazu machen, weil ich jetzt erstmal Bock auf Horde habe. Aber so, den werden wir auf jeden Fall, Talon Fighter werden wir auf jeden Fall machen. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, Schutz, Haltbarkeit und diese Schüchen hier, die werde ich erstmal wieder anziehen. Die nehmen wir raus. Das machen wir dahin. So, und dann haben wir eigentlich Netherrack wollte ich mir hier aufheben. Das wollte ich mir hier aufheben. Die machen wir hier hin. So, und die restlichen Spitzhacken hier, die heben wir irgendwie auch auf. Keine Ahnung, was wir damit machen. So, wo ist denn mein Gast? Da ist er. Komm mal hier, mein Freund. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen. Jetzt. Sp oh, hier ist ein Baum gewachsen. Na, mein Freund. Jetzt habe ich dich getroffen. So, weg ist er. Huch. Moment, müssen wir kurz hier flüchten. Na. Come on, Baby. Da ist er. Achtung und Schuss. Ah, zu hoch. Jetzt aber. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Scheiße. Scheiße, weg. Ich habe keine Munition mehr. Ich brauche Munition. Jetzt verfolgt er mich oder was? Nee. Oh, der hat da einiges kaputt gemacht. Oi, 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 schnell mal löschen hier. Da hat der Jutta der Zaun nicht kaputt gegangen ist. Du weißt ja nicht hier für einen Arsch hier. Kann man, oh, Freunde, ja, warte mal. Jetzt mach ich dich hier kaputt hier. Du hast mich hier behindert. Du hast mich behindert im Kampf gegen den Gast. So, du hast hier so eine Plöpel. Oh, hoffentlich brennt der Baum nicht ab, ey. Das ist. Ah, warte mal. So. Machen wir hier zu. Oh, ich wollte jetzt so schön den Gast da mal ein bisschen. Guck mal, was der hier alle kaputt gemacht hat. Ist der Baum hier gewachsen? Das hat ja ewig gedauert, bis der Baum hier gewachsen ist. Meine Güte, der hat der lange gedauert. Das hat der richtig lange gedauert. So, und hier unten sind Krater, da wird auch immer größer. Aber nur gut. Also, das ganze hier Lumpe hier, das ist halt alles noch nicht so wirklich safe. Was ist das da oben? Ich denke immer, da ist irgendwas, aber ist nicht. So, und jetzt gehen wir mal hier rein, Jens, todesmutig in diesen komischen Wald hier und jetzt nehmen wir uns mal dieses Material mit. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ach, das geht gar nicht. Lass mich mal raten, das muss man mit einer Spitzhacke abbauen. Okay, da muss man das mit einer Spitzhacke abbauen. Gut zu wissen. Können wir ja mal machen. Also, dann holen wir uns das später. Dann holen wir uns das Spiel. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt halt gedacht, jetzt so, ja, gut. Das Ganze so mit einer Schaufel mitnehmen, war wohl ein Irrtum. Na? So, ich gehe mal in die Richtung, um mal so zu schauen, was hier so los ist. Ich hoffe ja, dass wir uns hier. Oh, das Glowstone. Also hier ist ja wirklich ordentlich von dem Zeug hier. Der kann es wirklich ordentlich mitnehmen. Jetzt ist nur die Frage, wie wollen wir uns oder wohin wollen wir uns denn überhaupt?
Also ich würde ja ganz gerne mal in die Richtung, deswegen ich glaube, ich grab mich hier einfach mal so rein. So, grabe ich mich ja mal so rein. Weil wir brauchen ja eh so ein bisschen Netherrack wieder, ne? Und deswegen nehme ich das jetzt mal hier so mit. Mache hier mal so einen kleinen Gang. So, gut, Schaufel brauchen wir nicht. Dann packe ich die jetzt nämlich dahin. Bogen brauchen wir auch nicht. Da haben wir jetzt eh keine Pfeile mehr. Brauchen wir mal Pfeile. Ich hätte ganz gerne den Gas da mal so ein bisschen geärgert, gequält, geärgert, ne? So vernichtet. Aber so geht halt nicht. Gut, ich gucke auch gleich mal, wie lange wir denn schon aufnehmen. Wegen der Aufnahmeseason, ne? Also ich glaube, ein bisschen nehmen wir schon auf. Ziehe ich heute gut durch, aber ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun halt, deswegen ist es wichtig, dass ich da jetzt nicht zu viel hier aufnehmen tue. So, wenn wir hier erstmal ein bisschen mitnehmen hier von dem Zeug, brauchen wir noch. Oder nehme ich nächste Mal die Reparatur-Spitzhacke mit. Vielleicht kann ich dann diese Erde dann mit Spitzhacken abbauen. Ich dachte mal, es ist so Sand, dass es so wie Erde ist mit Schaufel. Habe ich aber dann jetzt verwechselt. Oh, hier! Soul Sand aber, den kann ich mitnehmen. Soul Sand kann ich mitnehmen. War nur einer. Komisch, wieso ist hier nur ein einziger? Nee, da ist auch noch einer. Hier ist Soul Sand. Das ist schön. Das ist auch gut. Nehmen wir mal mit, den werden wir sicherlich auch gebrauchen. Dieses komische Gold hier, das könnte man theoretisch auch abbauen, aber da. Oh. Oh, hier. Vorsicht, Freunde. Hier ist aber mal wieder. Gucke mal hier. Das ist aber auch unfreundlich hier. Da machen wir mal ganz schnell mal den Deckel zu. Das heißt, hier ist jetzt erstmal Entetrente, wenn ich das so richtig sehe. Ja, hier ist Entetrente. Da drüben geht es aber weiter. Warte mal, ich gehe mal kurz ins Sneaken rein. Ich versuche mal, ob ich mich hier durcharbeiten kann. So am Rande, so ein bisschen zumindest. Ja, hier müsste gehen. Da drüben ist so ein Basalt, oder? Das ist doch, guck mal, da wo der Nebel ist, ist doch bestimmt so ein Basaltbiom. Ey, geil! Geil, als hätte ich einen Riecher gehabt. Na, hatte ich ja vielleicht auch, ne? War, weil andere Richtungen haben wir ja schon gecheckt. Wir haben ja nur diese Richtung nicht gecheckt. Und ja, ist ja prima. Warte mal, mach das mal so. Das war hier nicht so runterfallen. Das wäre ja sonst unlustig. Und dann nehmen wir jetzt mal in diesen komischen. Ist das Basaltbiom? Ich will das Basalt, ne? Oder ist das da, wo die Skelette wohnen? Also wohnen. Die wohnen da halt. So, wie ich das anhört. Das ist ja, da wohnen die Skelette. Aber immer mal hin da. Gucken wir uns mal an, was die da so machen. Die haben auf jeden Fall diesen anderen Sand, haben die. Diesen. Da gibt es ja so toten Tier, diesen nicht. Das ist ja der Soul Sand, dann gibt es ja so einen anderen Sand. Den gucken. Oh, den haben wir noch gar nicht. Cool, den können wir uns gleich mitnehmen. Super. Dann arbeite ich mich mal hier so in die Richtung. Da ist er, da ist er. Den meine ich. Den Sand hier, den meine ich. Den holen wir uns mal. Warte mal, das nehmen wir mal mit. So, da haben wir ihn auch schon. Oh, ist ja klasse hier, guck mal. Da sind ganz viele Skelette. Oh, ist ja toll. Oh, hier, ganz viel von dem Gelumpe hier. Das nehmen wir mal alles mit. Allerdings, wir müssen ein bisschen aufpassen von der Rüstungstechnik her, weil wir haben jetzt keinen Schutzschild bei, ne, wo wir uns gegen die Skelette wirklich gut verteidigen könnten. Boah, guckt euch das mal an hier. Wie viel von dem Zeug hier rumliegt. Nehme ich mal alle mit. Nehme ich mal so komplett mit hier. Hammer. Das können wir auch gut gebrauchen hier. Da können wir nämlich auch so ein bisschen Textur mit reinbringen. Ah, das ist ja schön jetzt hier. Das freut mich ja. Warte mal, aber hier von dem normalen möchte ich auch mitnehmen ein bisschen. Oh, das hatten wir aber auch so noch nie gemacht, ne? Das war ganz viel, also so viel. Das ist ja wirklich viel. Das ist ja wirklich viel hier. Oh, da ist ein Ghast. Oh! Oh. Wo kommt der denn her? Hallo. Warte mal, mein Freund. Wir machen mal lieber hier zu. Du bist mir da zu wild. So, dann kann er uns nämlich nicht mehr sehen. Und wenn er uns nicht mehr sehen kann, dann kann er uns auch nicht mehr beschießen. So, und hier nicht auf einmal irgendwie ab. Das wäre ja dramatisch. So. Gut. Wie viel haben wir davon? Oh, da haben wir jetzt aber reichlich mitgenommen hier. Schön. Würde ich ja fast noch. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber hier können wir abbauen, hier kann nichts passieren. Hier kann ich nämlich meine Sachen noch mitnehmen, die ich brauche. Ich brauche ja hier noch Netherrack.
Deswegen nehme ich hier nochmal den Netherrack mit. Ne? Dafür machen wir mal den Tunnel hier mal ein bisschen größer hier. Dann kann ich nämlich das Zeug hier noch gleich mitnehmen. Das tut mir gut. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein neues Biom hier im Nether entdeckt. Hier dieses komische. Heißt das Wasteland? Nee, ist das Wasteland? Ich weiß gar nicht. Boah, es gibt doch so. Ah, ich weiß die Bezeichnungen nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da gibt es so viel. Aber schon mal gut, dass wir was haben, weil vielleicht entdecken wir auch so eine Festung. Wir haben noch nicht mal eine Festung entdeckt, Leute. Wir haben noch nicht mal einen Niederwarzen, ne? Haben wir auch nicht. Also da müssen wir noch ganz, ganz viel erforschen hier im Nether. Deswegen ist gut, dass wir jetzt hier so die Zeit im Nether verbringen. Ne? Das ist ganz gut. Also ich mache jetzt noch kurz abnudeln und dann gehen wir zurück und dann werde ich die Aufnahme auch beenden. So langsam aber sicher. Ich gucke gleich mal, wie viel wird. Das kann ich auch sofort machen. Hier ist ja gerade safe. Gucke ich mal kurz, wie viele Stunden wir denn schon aufnehmen. Wir sind eine Stunde und 31. Das heißt also 2, 4, 6. Drei Folgen, die sind safe. Und wir haben vier. Wir sind jetzt in der fünften Folge tatsächlich. Wir haben fünf Folgen aufgenommen. Das ist gut. Ich denke, auf sechs sollten wir bestimmt kommen. Da lässt sich doch bestimmt ein bisschen was strecken mit Intro und hier hast du nicht gesehen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Das heißt also, ich war sehr fleißig und habe für eine ganze Woche im Voraus aufgenommen. Das ist schon mal schön. Dann brauche ich mich da nämlich nicht mehr drum kümmern die nächste Woche. Dann kann ich ganz entspannt irgendwie zum Ende hin dann einfach nochmal sagen, komm, jetzt machen wir hier mal eine Folge. Ja, ich denke mal, den Teaser kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil der Datum, der 12. Januar, da bin ich eingeladen und zwar beim Tobi, wenn euch das interessiert, falls die Folge, nee, die wird gar nicht rauskommen bis dahin. Das heißt, wenn ihr diese Folge hier seht, dann ist der Stream beim Tobi nämlich schon gelaufen. Dann muss ich mal woanders Werbung machen. Weil, falls ihr da Interesse habt, dann könnt ihr da einschalten. Da geht es um den großen Filmjahresrückblick 2023. Und da sind ja nun auch interessante Filmchen rausgekommen. Und genau, und so. Und dann hätte man darüber so ein bisschen unterhalten sich können, ne? So, wäre ja toll gewesen. Aber ich werde euch berichten, wie es gewesen ist. Es wird bestimmt ein langer Stream, so wie ich Tobi kenne. Bei Tobi gehen die Streams immer sehr lange. So, was ich Silvester mache, ist für den Standard. Das ist so 6 Stunden mindestens so. Wenn der da erstmal anfängt damit filmen, ne, dann ist auch so. Boah. Nee, freue ich mich auch. Also, das ist wirklich cool. Ich werde es auch so machen, dass ich hier wieder pennen werde, denke ich mal. Ja, weil es ja dann doch ein bisschen später ist. Fängt mal 19:30 Uhr soll es losgehen auf seinem Kanal. Und ja. Ich habe ja schon einige Filme rausgesucht, die ich dann besprechen möchte. Das sind so meine Tops. Mein Gott, hast du mich erschrocken. Hast du den in der Hand? Sind das die Bösen? Ich glaube, das sind die Bösen, ne? Die mit diesem Teil. Wenn ich jetzt die Goldschuhe ausziehen würde, würden die mich angreifen? Ich glaube, die greifen mich an, wenn ich die ausziehen würde. Aber ich kann mit denen, glaube ich, handeln, oder? Wenn ich da jetzt so Gold hätte, schmeiße ich denen das hin. Wo kommen die denn alle her hier? Oder sind es die? Sind das die Schlappohren? Die Zombie-Picklins oder was? Schweinsköpfe? Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer so durcheinander. Aber ich glaube, das sind die mit der Armbrust. Müssten die sein? Ja, doch, das sind die. Mit denen hatten wir auch schon mal Erfahrung gehabt. So, jetzt ist hier wieder dieser Sand hier. Oh. Oh, geil. Hier, alle voll von diesem Sand hier. Geile Sache. Geilo. So, Freunde, dann haben wir das auch mitgenommen. Zack, 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 zack. Bababam. So, hier können wir von mir aus aufmachen. Ist auch kein Problem. Dann nehmen wir das auch noch mit. So, der Gast ist weg, sehe ich gerade. Zu meiner Erfreunis. Ist der abgehauen? Ja, da ist schon ein Skelett, ne? Also so sieht es hier aus. Da sind diese Knochenblöcke halt. Sehr, sehr coole Farbe, finde ich. Also das sieht auch richtig cool aus. Von der Farbe, so ein Nebel. Also ich finde den Nebel hier so awesome. So, der ist so richtig geil. Aber jetzt wird wahrscheinlich sofort angegriffen hier von den Skeletten. Ich habe kein Schutzschild oder so bei. Ja, hier so die Dinger, die könnte man, glaube ich, auch abbauen. Das sind ja so diese Knochenblöcke, ne? Ja, die können wir mitnehmen. Oh, da haben wir sogar einen Erfolg erzielt. Das ist hier diese Knochengedöns. So, kann man die auch mitnehmen? Ja, die bringen uns jetzt nicht wirklich weiter, aber zumindest so, und was ist hier oben Phase? Da rennt er mit der Goldrüstung rum. Aufpassen, dass wir uns hier nicht verlaufen. Also diese Pilzlichter halt, ne, die gibt es ja überall. Ich weiß gar nicht, kann man die so abbauen?
Oder gehen die kaputt? Ah ne, die kann man auch mitnehmen. Super. Und das hier, das kann man auch so abbauen, oder was? Mit der Spitzhacke? Wo ist er denn? Habe ich denn das kaputt gemacht? Ja, hier. Moment. Ja, kannst du auch mitnehmen. Gut. Ja, ist ja schön. Kann man die auch mitnehmen? Wir rupfen hier den Nässer auseinander, ey. Erstmal, oh, wir machen jetzt erstmal Nässer kaputt. Erstmal alles mitnehmen hier. Oh, den können wir auch gleich dann setzen. Ey, den setzen wir gleich in den Horde District rein. Ah, die kannst du auch mitnehmen, cool. Oh, guck mal, das kannst du alles mitnehmen hier. Na, ist doch super. Hier, komm, das passt doch. Schön feurig rot. Wunderbar. Das dauert zwar ewig und 3 Tage, bis man die abgebaut hat hier, aber mein Gott, nimmst du mal mit hier. So, und die machen wir einfach mal so dann so hinsetzen. So, die streuen wir einfach so ein. Finde ich ja mal richtig cool. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt schon 4 unterschiedliche Materialien, die wir für den, ja, Horde District nehmen können. 5 mit diesem komischen Baum hier. Geile Sache. So, ein Pilzlicht haben wir auch. Das können wir auch noch irgendwo hinsetzen. Ach, das ist ja schön. Da freue ich mich. So, und diese Bäume können wir auch selber herstellen übrigens mit diesen Pilzen. Das heißt, ich könnte auch diese Pilze mitnehmen. Und wenn wir den Boden haben, dann brauche ich nur Bone Meal drauf zu machen. Und dann wachsen diese komischen Bäume auch so. Also das wäre auch möglich, dass wir uns die holen. Schere müssen wir nächstes Mal mitnehmen für diese Lianen hier, diese roten. Karmesin, Lianen oder wie die heißen. Da kommt ein weißes Schwein. Ich glaube, ich sollte. Ich habe auch einen Pilz in der Hand. Greift er mich an? Obwohl ich einen Pilz. Warum greift er mich denn an? Ich habe doch einen Pilz in der Hand. Ich habe doch einen Pilz in der Hand. Oh Gott, ich hau mal ab. Ich hau mal ab. Ich hau mal ab. Kommt der jetzt hinterher oder was? Wieso hat er mich denn angegriffen? Ich habe doch so einen Pilz in der Hand. Ich denke, die greifen einen nicht an, wenn man einen Pilz in der Hand hat. Alter, was ist denn bei euch los hier, Alter? Wieso greift der mich denn an, die Sau? Ja, die machen aber gut Damage, ne? So, also ist ein gefährliches Biom hier, muss ich mal sagen. Aber gut, wir haben ja eh alle das, was wir haben wollten. Das heißt also, wir machen jetzt erstmal Rückzug. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus, da ist ja alles voll hier schon wieder. So, und das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. So, wir sind erstmal hier wieder im sicheren Torrent gelandet. So, Geronimo! So, schnell mal hier rein in die gute Stube. So, zack. Und jetzt lasse ich aber die ganze Lumpe hier. Den muss ich gar nicht jedes Mal neu mitschleppen hier, oder? So, ist ja eh kaputt. Gut, den Bogen lasse ich auch hier. Das andere Krimskrams-Zeug nehme ich einfach mal mit. Und meine Schuhe, die lasse ich natürlich auch hier. Wobei, weil die mal. Nee, die müsste man reparieren. Die müsste man wirklich reparieren beim nächsten Mal. Deswegen nehme ich die mal mit. So, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir das soweit geschafft, ne? Also haben wir doch heute gut durchgezogen, muss ich sagen. Finde ich doch mal schön. So, und hier ist schon wieder dunkel. Ich sehe es schon wieder. Okay, wir haben immer das Glück, wenn wir aus dem Nether kommen, bringen wir die Finsternis mit. Alles ist dunkel, müssen wir uns hier wieder beeilen, dass wir jetzt hier nicht wieder angegriffen werden. Schnell nochmal so einen Thunfisch hier in die Schnute schmieren und mal fertig. Oi, da haben wir mal gut mit denen am hier. So, ihr seht aber zumindest die Sonne auf, glaube ich, gerade. Das passt. Pennen gehen wir trotzdem, weil dann können wir jetzt noch mal kurz diese Karmesinstämme noch mal kurz platzieren. Ne, ich bereite dann alles fürs nächste Mal vor. Ganz fleißig, wie ich bin. Hier haben wir jetzt ja unsere Kiste, ne? Da ist jetzt wieder ein bisschen Platz drin. So, und da haben wir jetzt hier nämlich dieses ganze Nether-Zeug hier mitgenommen. So, gucken wir uns mal an. So sieht das aus. Also schon mal einiges dabei. Hier nochmal ein Nether hier, ne? So. Ach, guck mal an, die haben wir auch mitgenommen. Diese Gräser, dann haben wir hier nochmal ein paar Pilze. Da weiß ich jetzt nicht, ich glaube, die wachsen nicht überall. Müsste man mal gucken. So, das werden wir setzen. Und das werden wir setzen. Okay, wir heben das auf für nächste Mal, denke ich, oder? Oder wollen wir das heute machen? Ich glaube, das machen wir heute. So, dass wir das nochmal kurz setzen, um mal zu gucken, wie das aussieht. Da sind sie. So, wie sieht es jetzt aus? Muss ich kurz pennen gehen oder?
Nee, dann ist die Nacht vorbei, das ist schön. Ja, das ist früh am Morgen. Guten Morgen. Sodale. Feini. Ja. Geronimo. Und jetzt setzen wir so ein schönes Ding, setzen wir jetzt einfach mal da so hier hin. Irgendwo, wo wir es können. Wo wollen wir es denn hinsetzen? Also hier nicht, hier ist der Baum schön. Also ich würde es ganz gerne hier so mal setzen wollen. Oder hier. Ja, hier so. Hier so in dem Bereich. Das muss doch cool aussehen. Hier oben so. Komm, ich setze den mal hier hin. So. Machen wir hier so ein. Einfach mal so ein Stiel. Oder so eine Säulen. Und das muss man dann natürlich irgendwie noch sowas anderes machen. Aber es würde schon geil aussehen, oder? Das ist schon so. Guck mal, wenn das nachts ist, das leuchtet hier alles. Und es ist hier so. Guck mal, das ist ja auch so. Das pulsiert ja so komisch. Also, das ist auch schon eine tolle Sache hier. Ich glaube, das sieht cool aus. Und dann müssen wir so ein paar Gebirge oder eine Hügel aufbauen. Da hinten der Dschungel, den müssen wir auf jeden Fall verdecken. Das sieht scheiße aus. Hier müssen wir dann voll machen noch. Ja, Freunde, wir machen hier nächstes Mal weiter. Genau hier an der Stelle werden wir nächstes Mal weitermachen. Ich bringe mich aber natürlich in Sicherheit und gehe nochmal in die Butze rein. Gut, ihr Lieben, dann war es das gewesen. Die nächste Aufnahme-Season müsste eigentlich Ende nächster Woche sein, wenn nicht eher Anfang übernächster Woche. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich habe noch ein paar Termine. Aber auf jeden Fall vor Februar, das weiß ich. Vor Februar werden wir aufnehmen. Das heißt also, es sollte jetzt eine kleine Lücke sein, dann wisst ihr Bescheid. Ich sage euch das immer vorher, dass es sein könnte, weil ich nicht weiß, ob ich da 1, 2 Stunden Zeit habe, beim nächsten Mal aufzunehmen. Ich sage, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Euch noch, ja, schöne Zeit in Minecraft. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like natürlich freuen und ein Abo, ist ja logisch. Und ja, Rinjau, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Water Cave Crafter.